Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. Weiter geht's, wir sind am Segeltuch dran. Segeltuch muss kommen. Wie gesagt, ich könnte das ja dann hier noch erweitern, falls ich noch ein paar Bauern brauche oder so. Muss ich mal gucken. Aktuell fehlen mir Arbeiter. wobei ich eigentlich auch hier... Was? Und was ich rausgefunden habe, was richtig cool ist... Moment. Feiert mich! Feiert mich. Es gibt einen First Person. Das ist zwar, noch nicht so ausgereift, aber es ist schon mal geil, dass sowas eingebaut worden ist. Und dass man selbstständig hier durch die Stadt laufen kann. Und ja. Hier habe ich die Allee. Was ist denn hier los? Ist das euer Ernst? Sitzt da wirklich? Weg. Ja. Wir haben unser Hafen. Kann man sogar ein bisschen vorgehen. Was ich ja übelst cool finde. Moment. Hier steht unser Onkel. Hier wartet auf das Segeltuch. Wo bleibt mein Segeltuch? Übelst cool, oder? Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Spielstand gespeichert. So, nehmen du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Mann, ich mach das jetzt zum dritten Mal. Mit den Sträflingen. Ja, erstens mal in der Beta. Dann bei der ersten Aufnahme. Die Aufnahmen habe ich natürlich dann gelöscht, nachdem der Spielstand weg war. Und nehme ja jetzt wieder neu auf. Gerettet. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Öffne den Brief. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Ist mir eigentlich relativ egal. So, sehr geehrter Direktor Blackwolf,
Mehr zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel. Verbrechen und Strafen wie folgt. Ernest Stirling. Gebrauch unflätiger Sprache. 16 Jahre Zwangsarbeit. Da legt ja auch gleich die Strafen fest. Veritas Herzgut. Identitätsschleichung. Verbannung zu den Antipoden. Elias Nobel. Verfassung von Drohbriefen. Lebenslange Haft. Von Hora Hornet. Rufmord. Lebenslange Haft. Der Richter schloss sich meiner Ansicht an. Jedweder Mangel an Beweisen für die gemeinsame Verschwörung mit einem Verräter sei an sich bereits ein Beweis, dass sie etwas zu verstecken hätten. Alles in allem hätte sein Urteil sehr viel schlechter ausfallen können. Wenngleich ich nicht verpflichtet bin, diese Details zu erläutern, war ich der Ansicht, dass die Fakten in diesem Fall für sie als einen Kollegen der rechtsprechenden Zunft von Interesse sein könnte. Hochachtungsvoll, Edward Good. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Der eigentliche Verbrecher ist ja hier unser Onkel. Das kann man ja wirklich nicht abstreiten. Das ist halt wirklich so. Was haben Sie da im Schlepptau? Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? Eine lange Reise. Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Ja. Ey, das ist echt schon brutal, was der macht, oder? Also. Ich bin nur ein kleines Zahn. Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Irgendwas Neues. Nur ein wenig Beachtung. Mehr braucht's nicht. Okay, ein Sägeblatt. Interessant.
Ein Feuer ist ausgebrochen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ich kann kein Zwieback mehr sehen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, jetzt brennt ja Gebäude mehr. Wurden zum Raub der Flammen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ja. So, Holz kriege ich mehr als genug rein. So, dann planen wir mal. Spielstand gespeichert. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Eine vorzügliche Fotografie. Das wird die Titelseite. Der Beginn einer, ich wage es zu hoffen, fruchtbaren Partnerschaft. Ja. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Tag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben.
Reise home. Mama. Also von der Planung ist das eigentlich recht gut hier. Ah, oh, diese Maus. Du klickst einmal auf die Taste und er macht gleich jedes Mal einen Doppelklick. Das ist total dämlich. So, einen Müller. Spielstand gespeichert. Wow. Dann haben wir das schon mal. Bier können wir noch nicht machen. Ja, da können wir aber hier auf die Ecke Hopfenfelder hinbauen. Hier nochmal Weizenfelder. Das nehmen wir erstmal ein bisschen zurück hier. Genau. Und da können wir dann da weiterplanen. Dann. Genau. Da können wir da schon mal das machen. Dann machen wir hier auf der Ecke Landwirtschaft komplett. Hier ist ja eigentlich auch schon alles belegt.
Und theoretisch ja. Ja, da haben wir da auch schon mal alles belegt. Ja. Nee, das sieht aber, soweit ich das beurteilen kann, erstmal gut aus. Dann machen wir hier so den landwirtschaftlichen Part. Da kommen dann hier noch ein paar Weizenfelder hin. Dann können wir hier noch Hopfenfelder gleich mit aufbauen. Die Bierproduktion, dass wir das auch weg haben. Stahlproduktion kann hier hinten hin. Aber auf der Ecke hier. Kann man zur Notfall jetzt hier auch noch irgendwie Felder anlegen oder irgendwas. Ansonsten. Wenn ich das jetzt ein bisschen anders plane, Moment. Wenn ich jetzt sage, hier, Moment. 1, 2, 3, 4. Wie weit hoch geht denn das? 4. Genau, 3 Reihen auf 4. Spielstand gespeichert. Genau, das ist auch so eine komische Aussage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es im Hintergrund gehört habe. Man sagt, haben sie einen Text eingebaut, da sagt die, ich war heute schon vor den Vögeln wach. Also ich finde das ein bisschen fragwürdig, die Aussage, weil das kann man leicht zweideutig interpretieren. Also mein Gehirn arbeitet da wahrscheinlich ein bisschen anders als andere. Aber die da auch immer solche zweideutigen Gedanken haben, wie ich meistens, die wissen, wovon ich rede. Ja. Ja. Jetzt mal hier noch. Baumreihe rein. Ja, Brunnen hin. Schick, schick. Ja, können wir so lassen. So, das ist die Stadt, die ich im Endeffekt dann versorgen möchte. Da können wir jetzt auch anders aufbauen. Da kann ich da oben, also hier oben, den kompletten neuen Komplex, den ich gebaut habe, alles nur bauen lassen. Also hier oben dann komplett alles den Bauern überlassen und hier unten dann die Stadt soweit ausbauen. Dann machen wir hier die Reihe Arbeiter, die Reihe machen wir dann Handwerker und hier müsste dann die Reihe hier Investoren hinkommen. Dann haben wir hier so schön von vorne nach hinten aufgebaut. Dann sieht das so etwas
etwas ansehnlicher an. So, den Rest der Insel, die... Ja, also das mache ich dann so, wie ich es denke. In der nächsten Folge. Na, passt das dann. Ja, macht's erstmal gut. Ciao, ciao.